Mutig. Dieses Wort schwirrte 2017 vermutlich in vielen Köpfen rum, als Hellblade: Senua's Sacrifice erschienen ist. Ein Spiel, das mit psychischen Krankheiten ein Tabuthema aufgreift und es für Spieler begreifbar macht, verpackt in eine spannende Geschichte in der nordischen Mythologie. Das Spiel wurde den hohen Erwartungen gerecht und transformierte Ninja Theory vom eher erfolglosen Kritikerliebling zum gefeierten Entwickler. Jetzt steht mit Senua's Saga Hellblade 2 der Nachfolger vom preisgekrönten Action-Adventure für PC und Xbox Series vor der Tür. Im Vorfeld wurden wir von Microsoft eingeladen, uns selbst ein Bild vom Spiel zu machen. Dafür haben wir das Entwicklerstudio Ninja Theory im englischen Cambridge besucht und konnten zum ersten Mal selbst einen Ausschnitt spielen. Die Ambitionen und die Detailversessenheit sind gigantisch und die Botschaft ist so wichtig wie eh und je. Aber kann Senua's neues Abenteuer genauso lange nachhallen wie der Vorgänger? Kurzer Hinweis: Obwohl wir eine ungefähr halbstündige und zusammenhängende Demo spielen durften, konnten wir das leider nicht aufnehmen. Microsoft hat uns, warum auch immer, nur kurze Ausschnitte aus der Demo zur Verfügung gestellt. Deswegen greifen wir für die Vorschau auch auf Trailermaterial zurück. Du brauchst einen neuen Gaming-PC, möchtest aber nicht selber schrauben? Wir bei Krotos Computer fertigen hochwertige Gaming-PCs mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten und individueller Beratung zu fairen Preisen. Schau einfach mal auf unsere Website vorbei. Für einen ganzen Tag waren wir zu Gast bei Ninja Theory. Dort standen neben einer ersten Demo des Spiels auch zahlreiche Interviews, Präsentationen und natürlich ein Rundgang durch das Entwicklerstudio an. Das ist nämlich noch gar nicht so alt. Erst vor wenigen Jahren konnten die Ninjas ihr neues Heim beziehen und das hat einiges zu bieten. Während das Motion Capturing für Hellblade 1 etwa noch hemdsärmlich in einem umfunktionierten engen Meetingraum aufgezeichnet wurde, hat das neue Ninja-Haus jetzt einen eigenen Saal allein für das Performance Capturing. Warum wir das erzählen? Nun, die Vergrößerung steht stellvertretend für Hellblade 2, denn mit dem neuen Equipment stehen dem Team auch mehr Möglichkeiten zur Verfügung, das Spiel auf ein höheres Level zu bringen. Das erste Hellblade stach mit einem ungewöhnlichen Fokus aus der Masse heraus. Zwar bediente man sich des Settings der beliebten nordischen Mythologie, mit Senua stellte man aber eine Protagonistin in den Mittelpunkt, die mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen hat. Nachdem sie bereits in der Vorgeschichte des ersten Spiels Anzeichen einer Psychose aufweist, stürzt sie der grausame Tod ihres Seelenverwandten Dillion vollends in den Abgrund. Große Teile von Hellblade spielen in Senuas Kopf und bilden damit eine schwere Psychose mit all ihren Symptomen wie Halluzinationen und Stimmen ab. Diese Erfahrungen erleben Spieler hautnah selbst und so schaffte und schafft das Spiel ein starkes Bewusstsein für das Tabuthema psychischer Probleme. Das hält bis heute nach, wie uns Melina Jürgens, die Darstellerin von Senua, erzählt. Bis heute. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich diesen Charakter schon spiele. Ich glaube, 7 bis 8 Jahre. Aber ich bekomme bis heute immer noch jeden Tag Nachrichten von Leuten, die mir sagen, wie viel ihnen Senuas Reise bedeutet hat. Oder dass sie sich besser verstanden oder gesehen fühlen. Oder dass sie jemanden kennen, der an einer psychischen Krankheit leidet. Und dass sie froh sind, dass sie diese Menschen jetzt besser verstehen und ihnen helfen können. Also ja, ich denke, dass die Wirkung noch anhält. Ich denke, es gibt eine wachsende Diskussion über psychische Gesundheit. Und ich denke, dass Hellblade 1 zu einer Zeit veröffentlicht wurde, in der diese Diskussion zunahm. Ich finde es wirklich toll zu sehen, wenn das Gespräch mit Hellblade beginnt und damit endet, dass die Leute einfach über psychische Gesundheit sprechen. Es war wie ein Anstoß für die Leute, damit sie das Gefühl hatten, darüber reden zu können. Das war wirklich schön zu sehen. Psychische Krankheiten sind nämlich alles andere als selten. Statistisch gesehen erleben 1 bis 2 von 100 Personen mindestens eine psychotische Episode in ihrem Leben. Die Auseinandersetzung mit diesem sensiblen Thema in einem Spiel dürfte alles andere als einfach gewesen sein, doch nach Meinung nicht nur von Fans und Presse, sondern auch direkt Betroffener gelang sie ausgezeichnet und sehr respektvoll. Dazu kamen die ebenfalls gut umgesetzten Elemente, die ein gutes Spiel abseits davon noch auszeichnen, namentlich ein wuchtiges Kampfsystem, eine exzellente Grafik und eine hervorragende Inszenierung. Hellblade 2 baut auf diesem Fundament auf. Senua hat den Tod ihres Lebensgefährten halbwegs verarbeitet und ist wieder etwas gefasster. Sie entschließt sich jetzt, der Wurzel allen Übels auf den Grund zu gehen.
Dillion wurde bei einem Wikingerüberfall grausam ermordet. Senua erfährt, dass die Nordmänner auf Island ihre Basis haben und so begibt sie sich auf die nordische Insel. Nachdem der erste Teil also tief in der in Senuas Kopf erschaffenen nordischen Unterwelt spielte, ist Hellblade 2 in der Realität angesiedelt. Senua fährt wirklich nach Island und trifft dort auch auf reale Menschen. Wer jetzt aber die Mystik des Vorgängers vermisst, den können wir beruhigen. Schnell wird nämlich klar, dass auch dort einiges im Argen liegt. So wird die Bevölkerung vor Ort von den geheimnisvollen, menschenartigen Droika und auch von Riesen massakriert. Senuas klares Gut-Böse-Schema zerbricht also recht schnell. Ob bei den Fantasiegegnern wieder Senuas Psychose mitspielt, ist bislang nicht klar. Wie im ersten Gameplay-Trailer erkennbar, sehen die anderen Menschen die Fantasiewesen ebenfalls. Und ob wir es hier gleich mit dem Phänomen der Folie à deux, also einer Massenpsychose, zu tun bekommen, wird sich zeigen. Fakt ist jedoch, dass zumindest Senua weiterhin psychotische Symptome hat. Das wird sofort klar, als wir die ersten Schritte in unserer Demo machen. Dort begrüßen uns die altbekannten Stimmen in Senuas Kopf. Die sogenannten Furien kommentieren all unsere Aktionen, geben uns Befehle oder beleidigen uns auch einfach mal nur. Screams of the dead. There's something here. They are not. I need to find out what it is. They are dead. You're mad. She's not mad. He doesn't see the signs. Stupid. He doesn't. You're mad. He doesn't know. He doesn't see the signs. There is no way. Sie sind ruhiger, wenn Senua ruhig ist, und sie werden nervös und abgehackt, wenn Senua großem Stress ausgesetzt ist. Die Furien sind ein ständiger Begleiter und die vermutlich deutlichste Repräsentation der Psychose unserer Protagonistin. Schon in Hellblade 1 griff man für die akkurate Darstellung dieser Stimmen auf ein binaurales System zurück, vereinfacht gesagt auf Raumklang. Das wird vor allem dann deutlich, wenn man mit Kopfhörern spielt, was auch dringend zu empfehlen ist. Die Stimmen bewegen sich um einen rum, kommen mal näher, sind mal weiter weg. Zusätzlich nutzt man diese Surround-Technik dieses Mal auch für alle anderen Sounds im Spiel. So hört man auch in der Ferne Stimmen von anderen Menschen, auch Musik und Geräusche bewegen sich um einen herum. Das erschafft nochmal eine sehr viel dichtere Atmosphäre und in der Demo bekamen wir mehrmals Gänsehaut. Das Audiodesign dürfte auch in Hellblade 2 also wieder zum Besten gehören, was die Spielewelt zu bieten hat. Eher konservativ sieht's da beim Kampf aus. Der erinnert sehr ans erste Hellblade, jedoch mit ein paar Verbesserungen. Beispielsweise geht man weg vom Arena-Aufbau des Vorgängers. Da ging's relativ vorhersehbar immer von abgetrennten Puzzle-Arenen zu Kampf-Arenen. Die Entwickler wollen den Kampf jetzt stärker mit der Story verknüpfen und so natürlicher in die Welt einbetten. Es funktioniert soweit ganz gut. Kampfarenen gibt es zwar immer noch, aber sie wirken natürlicher in den Aufbau der Welt integriert. Ansonsten nutzt Hellblade 2 dasselbe System wie sein Vorgänger. Leichter Angriff, schwerer Angriff, Block und Ausweichen, alles wie gehabt. Doch wirken die Kämpfe jetzt noch ein Stück wuchtiger und die Timings zum Blocken sind im Nachfolger knackiger gesetzt. Während Hellblade 1 beim Blocken sehr viel Spielraum erlaubt und verzeihend ist, auch auf Kosten natürlicherer Animationen, geht man diesmal mehr in Richtung realistische Bewegungen. Alle, denen es im ersten Teil im späteren Spielverlauf im Kampf gegen größere Gegnergruppen zu hektisch zugegangen ist, dürfen übrigens aufatmen. Ninja Theory setzt jetzt auf 1 gegen 1 Kämpfe. Steht also immer nur ein Feind im Fokus. Haben wir den erledigt, wird eine kurze Sequenz eingespielt, mit der unser nächster Kontrahent eingeleitet wird. Das macht die Auseinandersetzungen intensiver. Einprägsamer sind unsere Gegner dadurch aber nicht unbedingt, obwohl sich Ninja Theory Mühe gibt, die Gegner vielfältig zu gestalten. Wir bekommen es mit schnellen und schweren Gegnern zu tun, Axtwerfer und Schwertkämpfer sind mit dabei und auch ein Feuerspucker hat sich uns mal in den Weg gestellt. Obwohl die Droika in ihrer Aufmachung mit ihren Tierschädelmasken und animalischen Schreien fantastisch gestaltet sind, kamen sie doch etwas charakterlos rüber. Hier könnte ein Anführer als klarer Antagonist noch Abhilfe schaffen. Senuas psychische Erkrankung spielt natürlich auch in den Kämpfen eine Rolle. In einer psychotischen Phase, die Senua während der Demo erlebt, kämpfen wir beispielsweise gegen sehr spannend designte Fraktalgegner.
Abseits davon kehrt auch das Suchen und Erkennen von Mustern zurück, ebenfalls ein gängiges Symptom mancher psychischer Erkrankungen. Schon in Hellblade 1 wurde das in Form von Rätseln eingebettet. An manchen Stellen müssen wir etwa Runen finden, die in der Umgebung versteckt sind, damit wir weiterkommen. Es finden sich auch wieder Gesichter in der Landschaft, die dieses Mal aber auch neue Wege freigeben. Das Erkunden der Spielwelt wird vor allem mit Audiologs belohnt, die uns Geschichten und Informationen über die Welt verraten. Mehr als Collectibles sind die aber wohl nicht. Und auch das kennt man so bereits aus dem ersten Hellblade. Die Schablonenrätsel waren, obwohl sie prinzipiell gut gestaltet sind, ein Kritikpunkt am ersten Teil, da ständig auf diese Puzzles zurückgegriffen wurde. Auf Nachfrage versicherte man uns für dieses Mal abwechslungsreichere Rätsel. Gesehen haben wir von denen allerdings noch nichts. Eine Sache, die wir aber dafür schon sehr deutlich gesehen haben: Hellblade 2 ist bildhübsch. Während man selbst 4 Jahre nach dem Start von Xbox Series und PS5 oftmals das Gefühl hat, dass die Grafikqualität bisher keinen besonders großen Schritt nach vorn gemacht hat, setzt Hellblade 2 diesem Stillstand ein Ende. Umgebungen, Charaktere, Lichtstimmung, Kleidung, Wettersystem und mehr haben uns mehr als beeindruckt. Dabei fällt vor allem die Detailverliebtheit der Entwickler auf. Wenn uns der Charakterdesigner ausladend davon erzählt, wie wichtig es ist, dass die verschiedenen Materialien einer Rüstung aus dem 9. Jahrhundert eine genau richtige Dicke haben müssen, damit sie sich auch richtig bewegen, dann bekommt man großen Respekt vor seiner Arbeit. Damit man dieses Gefühl auch absolut richtig hinbekommt, wurden die anschließend digitalisierten Rüstungen der Hauptcharaktere für Hellblade 2 deswegen auch aus authentischen Materialien wie Leder und Hanf gefertigt. Für die Umgebungen machte man mehrere Ausflüge nach Island, um dort hochauflösende Fotos von Felsen und Landschaften zu schießen. Die wurden dann per Fotogrammetrie zu 3D-Objekten zusammengesetzt, dann in die Unreal Engine 5 und schlussendlich ins Spiel importiert. Allgemein scheint man mit der neuen Engine von Epic sehr zufrieden zu sein. Voller Stolz erklären uns die Entwickler etwa, wie angenehm es jetzt sei, Licht und Wetter live in der Engine verändern zu können, um verschiedene Stimmungen auszutesten. Und tatsächlich vermitteln vor allem die Lichtstimmungen ein sehr natürliches Bild. Während Senuas Mimik schon im ersten Hellblade beeindruckte, legt man auch hier noch eine große Schippe drauf. In den Gesichtern der Figuren sieht man jetzt auch die kleinsten sogenannten Mikroexpressionen, also kleine Regungen in der Mimik, die authentische Emotionen vermitteln. So sollen virtuelle Gesichter endgültig aus dem berühmten Uncanny Valley geholt werden. In my darkest hour, it was an outsider who saved me. Normalerweise sind wir sehr, sehr vorsichtig mit dem Begriff Fotorealismus. Aber bei Hellblade 2 waren wir in manchen Augenblicken wirklich nicht mehr so sicher, ob wir gerade ein Modell oder die echten Schauspieler sehen. So sehr stimmen hier Beleuchtung und Detailreichtum. Die Grafikpracht hat natürlich ihren Preis. So peilen die Entwickler für Xbox Series X und S eine Framerate von 30 FPS an. Einen Performance-Modus haben wir in den Optionen nicht gefunden. Außerdem nutzt das Spiel ein 21:9 Breitbildformat. Auf gängigen Fernsehern hat man also oben und unten schwarze Balken. Die sparen natürlich Performance. Beim Spielen sind uns die Balken nicht störend aufgefallen, denn gleichzeitig sind sie auch ein bekanntes und wirksames Stilmittel für den Filmlook. Welche Hardware bei der PC-Version vorausgesetzt wird, konnten wir noch nicht einsehen, da unsere Demo auf der Series X lief. Frame Drops oder ähnliches konnten wir beim Spielen aber nicht feststellen. Hellblade 2 machte in der Demo allgemein einen polierten Eindruck. Das sollte man einen Monat vor Release auch erwarten, aber schaut man sich so manchen Release aus der jüngeren Vergangenheit an, ist das leider nicht immer Standard. Und auch wenn das Spiel allem Anschein nach spielerisch größtenteils mehr vom Gleichen sein wird, ist das keinesfalls als große Kritik gemeint. Das audiovisuelle Erlebnis, das Ninja Theory hier köchelt, hatte es bereits in unserer kurzen Demo in sich. Durch das realistische Setting bekommen Mord, Tod und Terror nochmal eine ganz andere Tragweite. Auch die Vermittlung der Auswirkungen einer psychischen Krankheit für die Betroffenen hebt man auf einen neuen Level. Jetzt muss ich nur noch zeigen, ob die Kritikpunkte des Vorgängers wirklich ausreichend angegangen wurden. Dann könnte uns eines der intensivsten Spielerlebnisse des Jahres bevorstehen, das erneut lange nachklingen wird. Iltoik. What does that mean? It's terrifying. So.
rest evenly.